Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Special. Naja, mal gucken. Ihr seht schon, Deal or No Deal. Wir spielen das englische Original, nicht die deutsche Variante. Bin gar nicht sicher, ob es das Spiel auch auf Deutsch gibt. Für den GBA, ich glaube nicht. Und wir wollen das gar nicht alle lesen. Was machst du denn da? Aha, ja, könnt ihr euch durchlesen. Mal gucken. Ich hoffe, jeder kennt das. Prinzip, du hast da irgendeine Anzahl Koffer und musst dir einen aussuchen. Und ach, guck an, was bist du denn für einer? Singleplayer, Two-Player, okay. Options, was haben wir da? Musik, ja, okay. Wir machen einfach mal Singleplayer. Ne, das TV-Game, bitte. Welcome to Deal or No Deal. I'm Howie Mandel, and this evening you could walk away with a huge cash prize. In order to do that, you're going to have to be lucky, gutsy, and have a great sense of timing. Now I think it's time I introduce you to my better half. Actually, 26 of my better half. Ladies, please. Oh, jetzt kommen sie da. Da kommen die Ladies. 26 Koffer. Aber jetzt richtig verstanden? Ja, kann wohl sein. Einen müssen wir uns aussuchen. Und da müssen wir gucken, da müssen wir Geld mit verdienen. Massig Geld. So. Ah, geht. Pick your case. Okay. Okay, ich nehme mal die 23. Now this is your case. You may take it home today, unless you decide to sell it to the banker. But we want to find out what's in this case and how do we do that? By opening up some of the other cases. Whatever is in those cases is not in your case. Ja, gibt's denn. So, am Anfang der ersten Runde müssen wir 6 Kisten öffnen. Fangen wir mit der 1 an. Jo, da haben wir einen guten Schnitt gemacht. 100 Dollar. Wir sehen, es geht bis 1 Million hoch. Was soll das denn? You have 5 more cases to open. Pick a case. Oh Gott, der laut aber viel. Oh, die 22. Hey, gut. Ziel ist natürlich, möglichst die niedrigen Zahlen, die linken Zahlen alle weg und wenn die rechten da noch stehen. Halt die Klappe. Das können wir jetzt überspringen. Die 6. Was weiß ich, ich nehme jetzt einfach intuitiv. 200.000 sind jetzt weg. Oha. Geht aber noch alles. Wow, that hurts. That... You have 3 more cases. Alter, der hat Hände so groß wie sein Kopf, ey. Dann nehmen wir jetzt einfach mal die 17. Das geht. Damit bin ich einverstanden. 75 Dollar raus! Wie ist der? Das sieht doch gut aus. Die Klappe mit deinem Yes. Und nach diesen Cases, sind wir mal die 14. Kommt der Banker und er sagt mir, der gibt mir ein Angebot für meinen Koffer ab. Oh, gut, 25. Und je höher die Beträge sind, die noch drin sind, desto mehr Geld kriege ich auch. Der will ja meinen Koffer haben. Weil der ja davon ausgeht könnte, dass da meine Million drin ist. Und jetzt sind wir die 7. Hey, 10 Dollar, cool. Es läuft, es läuft. Das heißt, ich kriege schon ein bisschen. Mal gucken. Okay, the first round is over. Now, you see the banker up there? That's the one person in this room that doesn't want you to go home with a ton of money. So he's calculating. He wants you out of here now. He's looking at you. He's watching you. Oh, God. The offer is... $32.000 bietet er mir für meinen Koffer. Let me ask you, deal or no deal? Also er bietet mir 32.000 für meinen Koffer und ich würde dann meinen Koffer verscherbeln. Aber da noch so hohe Beträge drin sind, machen natürlich no deal. Jetzt müssen wir 5 öffnen. Die 3. Ha, 50.000 ist natürlich schon ein hoher Betrag. Das ist nicht gut. That's okay, that's okay. You have 4 more cases to open. It's okay, it's okay. Die 19 bitte. Mach auf das Ding.
Boah. Okay. Yes, you have three more cases to open. Pick a case. 26. Das ist gut. Das ist gut, die 400 sind raus. Yes! Alter, wenn der Yes sagt, da krieg ich mal Angst. Die 13. Nehmen wir mal die raus. Oh, 300.000. Das drückt natürlich den Betrag vom Banker. Vier Beträge sind noch, oder fünf Beträge sind noch drin. Die 5. Ah, okay. 10.000 Dollar. Also mein Ziel ist es auf jeden Fall so, die 100.000 möchte ich schon gerne haben. Yes. Good round, good round. Da siehst du, das vorherige Angebot steht da auch, 32.000. Mal gucken, was er jetzt sagt. Wird wahrscheinlich ein bisschen mehr sein. 85.000. Das ist nahe an meiner Schmerzgrenze. Vergiss es. No deal, ich mache weiter. Jetzt müssen wir 4 öffnen. Wir nehmen mal die 10. Ja, das ist ein guter Betrag. 750, sehr schön. Sein Yes gefällt mir irgendwie. Dann nehmen wir gleich mal die 11 hinterher. Ah, 500 ist auch noch okay. Gut. Super. Die 16 ist mir gerade ins Auge gesprungen. Boah, 1 Cent. Yes, den geringsten Betrag rausgehauen. Sehr, sehr gut. Das war eine super Runde. Okay, 24 habe ich gesagt. 24, ja. Ja, 1000, okay. Ist auch noch gut. Wie gesagt, die Beträge über 100.000 hätte ich alle gerne drin. Und das ist super. Denn das sieht richtig gut aus. Ja, das gibt richtig Knete. Also da wird schon einiges jetzt an Geld kommen. Da wird einiges zugenommen haben. Gerade war der Wuchs, der Zuwachs 50.000 jetzt. Na, was machst du? Boah, 145.000 bietet er mir. Fast das Doppelte. Aber ich mache es nicht. Nein. 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 Es sind noch zu hohe Beträge drin. Natürlich, wenn ich jetzt die Millionen raushaue, dann geht das natürlich ziemlich runter. Ja, okay, gut. Okay, 25.000 ist okay. That's okay. You have two more cases to open. Pick a case. Ja, die 20 war, ich nehme die 21. Yes! 50 Dollar ist super. Wir spielen natürlich hier auch ein bisschen auf Risiko. Yes, you have one more case to open. Pick a case. 4. No! Oh, scheiße! Der zweithöchste Betrag ist raus. Nein! Wow, that hurts. Oh nein. Okay, jetzt wird er mir wieder ein Angebot machen. Der letzte hat natürlich ordentlich reingehauen. The offer is... Wird ein bisschen höher sein, glaube ich, aber nicht deutlich. Ja, 210.000, das ist aber auch schon Stangengeld, ne? Your case. So let me ask you. Nee, mach ich noch nicht. Nee, mach ich noch nicht. Ich gehe das Risiko ein. Zwei Kisten muss ich aufmachen. Ich nehme jetzt die 15. Das ist bitter. Es sind noch drei Beträge drin, die höher sind als 100.000. Wow, that hurt. You have one more case to open. A case. 18. Oh mein Gott, das war eine böse Runde. Oh, war das eine böse Runde. Wow, that... good round, good round. Ach, good round hier. Ah, 210.000, ey, das war schon ein Angebot. Oha.
Da fiebert ihr alle mit, ne? Ich merke das schon. Ah, 42 ist jetzt kaum höher gegangen. Your case could still hold $1 million. So let me ask you. Keine Chance. Keine Chance. So. Yes! Bam! $5 weg. Yes! Good round, good round. Ja, jetzt gibt's ja immer, jetzt machst du mal einen auf. Oh, ich bin ja fast verleitet jetzt. Also das gibt jetzt einen richtigen Batzen drauf eigentlich, oder? Weil die $5, die haben es ja geprellt, aber jetzt ist alles höher. Aber ich will ja eigentlich. Oh, mach ich's noch einmal? No deal, nein, ich mach's nochmal. Wahrscheinlich hole ich jetzt. 9. Oh! Bitter. Wow, that hurts. That was okay. Ah, 320.000 war drin. Das wird nicht. The offer is. Das drückt jetzt richtig rein. Ist der weniger? Nee, komm, ich mach noch einmal. Nein, einmal mach ich noch. Wahrscheinlich mache ich jetzt die Millionen auf. Ich mach die 20 auf. Oh. Ah, Leute, so muss das sein. Okay, jetzt bin ich echt verleitet. Jetzt bin ich echt verleitet, das zu machen. $320.000. Ich meine jetzt wirklich, wenn ich es real life machen müsste. Ne? Ich meine, es sind noch 75.000, 200 und 1 Million. Wenn ich das machen müsste, ist es äußerst schwierig. Ich mache no deal. Ich mache noch einen auf. Im real life weiß ich nicht, was ich gemacht hätte. Oh, entweder hab ich sie oder sie liegen da. Oh, scheiße. Ach, du Kacke. Oh mein Gott, wenn ihr das gerade sehen könntet, hier sitze, ey. Jetzt natürlich für 50-50. Ja, jetzt bietet er fast eine halbe Million. Your case could still hold $1 million. Oh. So let me ask you. Deal or no deal? Ich gehe jetzt davon aus, was ich im Real Life machen würde. Das kann ich euch mal erklären. Die Chance steht 50-50. Entweder bin ich danach nach dieser Runde Millionär oder nicht. Und ich habe nur $200. Oh Gott, ey, ich glaube, das Risiko ist einfach verdammt hoch, dass es $200 sind, die ich habe. Aber halt auch 1 Million. Und du kriegst 500.000, sicher. Der Typ bietet 500.000. Die hast du sicher. Und wenn du es nicht machst, musst du halt spielen. Oh ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich mache No Deal. Einfach nur mal. 23 mit einer Glückszahl, dass ich da die Millionen im Anlauf kriege, das wäre richtig nice. Mache ich es oder mache ich es nicht? Das ist so schwer. Ich meine, es ist ja nur ein Game, aber ich versuche es gerade wirklich auch. Komm, Leute, ihr wollt es wissen, ich mache No Deal. Bevor wir deinen Fall öffnen, werde ich dir die Möglichkeit geben, deinen Fall zu switchen mit dem einen, der da oben ist. Ach, ich kann doch mal switchen. Ich kann switchen? Nö, ich behalte meinen. Ja, bitte. So.
Jawohl! Your case can hit 1 million. Yes! Ist das geil? Ist das geil? Yes, man, Leute. So spielt man das hier. Das war Deal or No Deal. Wir sehen uns. Ciao. Ich bin jetzt Millionär. Scheiß auf YouTube.